Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das Bier schmeckt uns umso besser, wenn wir genau wissen, wie es hergestellt wird. Muss natürlich nicht immer so sein, aber Christian Metscher hat uns versprochen, dass es hier so ist, denn wir sind im Brauhaus in Spandau und Christian Metscher ist hier der Brauer und Melzer. Korrekt, ja. Korrekt. Christian, du bist hier schon dabei, in diesem großen Kessel was gekocht zu haben oder es kocht immer noch. Was ist da drin? Also das ist jetzt unsere Maische. Ja. Eigentlich Maische, muss ich gleich mal am Anfang fragen. Das ist das geschrotete Malz, ja. Wir gehen später noch auf den Malzboden. Das geschrotete Malz, welches bei verschiedenen Temperaturen mit Wasser vermischt wird. Also man startet da so bei 62 Grad, ja. Und da hat man im Malz hat man Enzyme, die aus der Stärke, die Stärke verzuckern. Mhm. Und diesen Zucker braucht man dann später für die alkoholische Gärung. Mhm. Ja, deswegen führt man dieses Maischen durch. Wie lange? Dieser Prozess dauert in etwa anderthalb bis zwei Stunden bei uns, bei unserem Sudwerk. Mhm. Ja. Wie oft macht ihr das in der Woche? So viermal, wir brauen circa viermal und schlagen dann 1500 Liter Würze aus. Mhm. Ja. Und das ist ein Bier, das es nur hier bei euch im Brauhaus Spandau gibt? Das Brauspandau-Bier gibt es eigentlich nur bei uns im Brauhaus. Wir schenken 95% nur hier bei uns aus. Es gibt zwei Kneipen, die unser Bier auch ausschenken. Die sind aber dann in Charlottenburg. Und wahrscheinlich auch verschiedene Sorten, nicht nur... Also wir haben ganzjährig haben wir unser helles Havelbräu. Mhm. Und wir sind daran interessiert, dass wir unseren Gästen jeden Monat ein neues Spezialbier anbieten können. Mhm. Also so, da sind Traditionssorten dabei, Bockbier, Märzen und so weiter, was man auch so kennt. So, die Biertrinker kennen diese Sorten schon. Darf ich da jetzt eigentlich mal meinen Kopf rüberhalten? Riecht es schon? Unbedingt. Das ist jetzt die verzuckerte Maische. Die verzuckerte Maische. Da werden wir jetzt gleich nochmal eine Jodprobe machen, um zu schauen, ob die auch wirklich verzuckert ist. Riecht aber irgendwie noch, also weder nach Zucker noch nach Bier. Könnten wir eher so wie Kartoffeln so, ja, oder? etwas strohig, malzig, süß. So malzig, würde ich das jetzt okay, gut. Da müsste man öfter mal mit Malz in Berührung kommen, ja. Ja. Aha. Ja. Und es wird auch immer gedreht, ja? Das während des Maischens wird die Maische permanent gerührt, um den Stärkeabbau und die Temperatur gleichmäßig zu halten. In dieser Maische wird permanent immer gerührt, damit auch nichts anbrennt am Kocher und so weiter. Ist ein permanentes Rühren notwendig. Mhm. Ja. So, das ist jetzt aber fast fertig. Und dann? Dann kommt diese Maische hier rüber in den Läuterbottich. Der Läuterbottich, wie wir gleich sehen werden, hat einen Siebboden auf den Grund. Und ein Hackwerk befindet sich in diesem Läuterbottich. Und in diesem Läuterbottich werden wir diese Maische, da sind auch wasserunlösliche Stoffe, wie zum Beispiel Spelze vom Korn, ja, die wasserunlöslichen Stoffe setzen sich auf den Siebboden ab und bilden eine natürliche Filterschicht. Und um eine klare Flüssigkeit durch diesen Siebboden zu bekommen, die wir Würze nennen, müssen wir das halt hier drüben filtern. Wir haben jetzt unsere verzuckerte Maische. Ja, die Maische ist restlos verzuckert. Und da haben wir ein Rohrleitungssystem hier unter dem Sudhaus. Und pumpen jetzt mit unserer Sudhauspumpe einfach die verzuckerte Maische durch das Abmaischrohr auf diesen Siebboden rauf. Relativ schonend, damit die Siebe nicht zugefahren werden. Und wir haben auch so einen kleinen Wasserpuffer auf den Sieben zu legen, damit die Maische, damit die Spelzen nicht direkt da raufhauen in diese Siebe hier direkt hinein. Und ja, das würden wir jetzt einfach mal machen. Dann hau ich die Pumpe an. Wie machst du das? Machst du das einfach hier mit deinem Computer? Ja, wir haben hier einen 25 Jahre alten Computer. Mit allerneuesten Technik natürlich. Und es funktioniert. Es funktioniert noch. Und da könnten wir jetzt die Pumpe bedienen und dann starten wir das Abmaischen. Abmaischen dauert ungefähr 3 Minuten. Danach folgt eine weitere Läuterruhe von 3 Minuten, einfach um
die festen Bestandteile, die wasserunlöslichen Bestandteile der Maische etwas Zeit zu geben, um sich auf den Siebboden abzusetzen. Ja? Dass diese Spelzen, die wir vorher beim Schroten nicht komplett zermahlen haben, sondern nur aufgebrochen haben, diese Spelzen, dass diese halt sich absetzen auf diesen Siebboden und eine natürliche Filterschicht für uns bilden. Weil wir während dieses Läuterprozesses unten, also quasi unten unter diesem Sieb und dieser Filterschicht eine klare, blanke Vorderwürze gewinnen wollen. Ja? Vorderwürze? Vorderwürze. Das ist eine sehr hochprozentige, zuckerhaltige Flüssigkeit. Die werden wir uns gleich auch nochmal anschauen. Was macht ihr dann eigentlich mit diesen sogenannten Abfällen, die da jetzt geläutert werden? Also wir haben die sogenannten Treber, ne? Beim Wein sind es die Trester, beim Bier die Treber. Wir haben einen Bauern aus Potsdam-Mittelmark, unseren Otto, und der holt diese Treber dann ein- bis zweimal in der Woche, holt er die ab und füttert die an seine Schweine. Eine Art Treberhilfe, wenn man so will. Naja, sowas Ähnliches. Aber nee, in den Trebern sind tatsächlich, bei uns in unseren Trebern sind noch gute 3-4% Zucker vorhanden. Außerdem auch Eiweiß 10%, sage ich mal, und der Rest sind dann reine Ballaststoffe. Also das ist, da gibt der Bauer dann noch ein bisschen was dazu, so ein bisschen Zusätze oder was. Und dann ist es eigentlich ein ganz gutes Futter für das Viehzeug. Könnte man aber eigentlich vielleicht auch zum Brotbacken benutzen. Man kann aus diesen Trebern in der Tat, so wie du gerade sagst, ein fantastisches Treberbrot backen. Da ein bisschen Schmalz drauf, das ist Schmalz. Ja, wunderbar. Ja, Christian, du hast die Tasse schon in der Hand. Das heißt? Das heißt, wir schauen uns jetzt einfach mal unsere Vorderwürze an. Ja, wir hatten jetzt eine gewisse Rastzeit, wo sich die wasserunlöslichen Bestandteile der Maische auf diesen Siebboden ablegen konnten. Dann haben wir eine Trubwürze gezogen, haben die oben wieder rüber gepumpt. Und jetzt sind wir dabei, unsere Vorderwürze zu sammeln. Wie hieß die Würze vorher? Die Trub? Die Trubwürze. Trübwürze, ne? Da sind halt noch viele kleine Bestandteile der Maische, die halt bei dem ersten durch diese kleinen Schlitzsiebenboden durchgegangen sind, mit durchgehuscht sind. Das wird dann einfach nochmal oben rüber gepumpt, um das einfach nochmal zu filtern. Und dann irgendwann läuft dann die sogenannte Vorderwürze. Sieht ein bisschen aus wie Tee, wahrscheinlich ist auch noch heiß. Ja, ich denke mal, die hat sich ein bisschen abgekühlt, aber die hat noch um die 70, 75 Grad. Und wenn wir uns das jetzt keine mal so Trinktemperatur. Anschauen, nein. Und wie gesagt, hier haben wir jetzt auch nur den Zucker drin, den wir für die alkoholische Gärung jetzt auch brauchen. Oh, total süß, ja. Total süß, ja. Da haben wir jetzt so um die 18% Zucker werden wir da drin haben, denke ich mal, bei unserem hellen Bier. Mm. Das werde ich gleich auch nochmal spindeln. Früher die Brauer. Die haben natürlich gerne, denn in den kalten Räumen haben sie da einen Schluck Rum mit reingemacht. Dann lässt sich das auch besonders gut trinken. Außerdem sagt man, dass diese Vorderwürze sehr gut sein soll gegen Erkältung. Ja, ja, ja. Also schmeckt so ein bisschen wie Biertee ohne Alkohol. Ja, ja, so Malzzucker. Ja. Ja, es ist ja eigentlich so, wenn man so ein Malzbonbon kennt, das kommt denen ziemlich, ziemlich nah, auf jeden Fall. Hat auch jetzt eine schöne Farbe. Man sieht, es ist schon gefiltert. Eine leichte Trübung, gut, aber das ist absolut in Ordnung, so wie es jetzt da unten rauskommt. Mhm. Das lassen wir jetzt, wie gesagt, so lange laufen, bis der Großteil der Flüssigkeit abgelaufen ist. Und dann pumpen wir heißes, temperiertes Wasser auf den Treber wieder rauf, um diesen auszusüßen, um ökonomisch zu arbeiten dabei. Prost. Zum Wohl. Ah, ja, fehlt der Rum. Ja.